Power, ja, unfassbar. Das ist Rez Infinite VR. Man kann es auch normal in 2D spielen, aber ja, ich habe mir das, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2000, kam ja der Dreamcast raus, 2002 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Um die 2000, ja. Und das Rez war ein Spiel für den Dreamcast, und zwar ein sehr besonderes, weil das so eine Art Retro-Look-Rail-Shooter ist, der synchron zur Musik läuft. Also es war immer schon ein besonderes Spiel. Ich habe das auch noch für Dreamcast und
immer einen Remake gewünscht für eine aktuelle Konsole. Ich glaube, für die Xbox 360 gab es sogar eine in der letzten Generation. Es war quasi ein HD-Remake. Das Ding jetzt für VR ist einfach. Ich habe jetzt die, also man kann verschiedene Steuerungen geben. Gerade wie sich die Kamera verhält, kann man wählen für VR anfängt, damit es diese hektische Bewegung gibt. Ich habe nicht die erstmal genommen. Sie haben es tatsächlich ganz gut gelöst, diese Wireframe-Geschichten. Das ist dick. Die haben ja echt. Ja, die fühlen sich halt haptisch an, ne? Das ist schon mal Hey.
glaube, Rez Infinite hat auch definitiv eine PlayStation Pro Unterstützung. So hoch wie bei der PS4-Version. Tatsächlich muss ich sagen, ich sehe hier einfach richtig klare Linien und Anti-Aliasing-Artefakte. Kurzer Ausflug in Rez. Meine Güte, ich könnte das echt am Stück durchspielen, das ist Wahnsinn. Spiel, oh ja, freigeschaltet, Punkte, Attacke, bla bla. Ich mache mal hier Schluss. Unfassbar. Geiles Spiel.